Wir waren halt die ganze getrennt. Ich habe halt so ein Mädchen in der Badewanne gesehen, die komplett war. Oh mein Gott. Gerade weil mir es gerade fast gebrannt hat. Oh mein Gott. Wir sind aus New York wieder zurück. Und was? Wie viel kann bitte auf einer Rückreise passieren? Es ist so viel passiert. Ich kann es euch gar nicht erklären. Wir haben die letzten zwei Tage in New York verbracht, aber in einem anderen Hotel. Weil wir dachten, uns mal ein bisschen was anderes gönnen. Nochmal ein bisschen was. Nochmal die andere Seite der Stadt sehen. Es fing schon mal alles super an, denn ich habe das komplett falsche Hotel gebucht. Was ist passiert? Moritz hat das falsche Hotel gebucht. Und jetzt müssen wir wieder zu einem anderen fahren. Ich habe mal wieder das komplett falsche Hotel gebucht. Wie kann man denn so blöd sein? Und das zweite Hotel, was war das? Wir dachten einfach nur so, what the fuck, wie krank sieht das aus? Mosch! Hey, wie groß ist das? Und als wir reingegangen sind, haben wir gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht das, was wir gebucht haben. Was habt ihr gemacht mit dem What the fuck? Das Zimmer war unnormal krass und dann kam ein Anruf. Hallo? Okay, wir müssen wieder runter, das ist das falsche Zimmer, also no joke. Nein. Das ist wirklich das falsche Zimmer. Nein. Doch, das ist wirklich das falsche Zimmer. Wir haben nur mit der Frau geredet und haben unsere Kamera so hingehalten und vielleicht so gefragt, ob wir vielleicht ein Upgrade bekommen können und vielleicht irgendwie, ob das vielleicht passt, ob wir vielleicht in dem Zimmer bleiben können. Und ja, wir durften bleiben! Unglaublich. Wir durften aber in dem geilsten Zimmer der Welt bleiben, es war so geil. Und der Sonnenuntergang war das krasseste, was ich da jemals gesehen habe. Ich hab noch nie gesehen. Alter, guckt euch das an. Der Sonnenuntergang des Jahrhunderts. Und du warst auch ganz okay davor, vor der Scheibe. Der Sonnenuntergang war schon. Ich muss sagen, diese Duschen in Amerika haben mich einfach nur komplett verwirrt. Was ist das? Das ist die komischste Dusche, die ich jemals gesehen habe. Keine Ahnung, wofür das hier ist. Das macht nichts. Das hier ist einfach eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Jetzt geht's hier runter. Und dann... What the fuck? Sonst war Amerika wirklich einfach nur toll. Ich so, glaube ich, den ganzen Tag gefressen. Oh yeah. Dann haben wir so eine Abzock-Bus-Tour gemacht, haben irgendwelche so nackte Leute auf der Straße gesehen. Das war minus 2 Grad an dem Tag. Wir machen hier gerade eine richtige Touri-Tour. Einfach nur mega fun. Ich habe mich gedacht, dass es so lustig ist. Make it come on! Also, es sind auf jeden Fall verrückte Leute da. Wie zum Beispiel auch Zoe. Ja, die hat auch einfach einen Schaden. Was denn? Du musst jetzt alle sehen, was da eingeblendet wurde. Zoe hat jetzt eine Giga-Idee. Okay, los. Was? Mami! Es ist total Es gibt hier immer nur schlechte Kaugummis zu kaufen. Du musst du echt zugeben, oder? Ja. Aber dieser Kiosk hier ist der erste, der Heygam verkauft. Wir haben jetzt mit ihm abgesprochen. Hier sind sie. Eine einzige Dose an dem Brie. Gönnt ich euch auf jeden Fall. Es gibt nur in Amerika diese Cake Pops bei Starbucks und die sind so unfassbar lecker. So glaubst du mir nicht, aber sie muss jetzt eine essen, sie wird gezwungen. Beiß rein. Nicht so mit so wenig Liebe das einfach. Nicht so mit wenig Liebe kauen. Hä? Boah, das schmeckt nach Bauchschmerz. So geil. Leute, wie traurig er gerade ist. Guck dir an mit seinem Cake Pop. Und die Süßigkeiten da waren auch anders wild. Wir haben da so ein paar Sachen probiert und wir dachten uns einfach nur, was ist das? Ganz verrückte Sachen. Grünes Oreo. Grünes Oreo, was ist das? Grünes KitKat, ganz wild. Ich würde sagen, wir fangen an mit diesem Scheiß hier. Das ist irgendwas, was man im Krankenhaus bekommen soll. Was muss man denn alles hier tun? No way! Doch. Das ist ja mega! Sieht das gut aus, die Wolle? Bisschen verrunzelt, aber ja. Verrunzelt? Warum verrunzelt? Warum? Weiß ich gar nicht. ich bin krank! Okay, es kommt. Mmh. Alter, ich habe auf einmal keine Ex mehr. Die grüne Oreo-Sackung, ob das was wird, ich glaube das. Boah, das stinkt. Ist auch grün. Oh, was ist das denn? Hä? Lecker? Das schmeckt nach Arsch. Hä? Was ist das? Ah, ich weiß, was es ist. Hier, da. So. Das ist Minze. Ah. Das ist wild. Grüne KitKat. Lecker? Ein bisschen nach Arsch. Ist okay. Der mit Abstand krasseste Tag war aber der letzte Tag und der war einfach nur gestört, denn wir waren bei einer Show, so dachten wir auf jeden Fall. Wir dachten, es wäre eine ganz normale Show, man geht da ganz normal hin. Wir haben das empfohlen bekommen von einem Freund von uns, der auch scheinbar ziemlich crazy ist, ja, was wir im Nachhinein herausgefunden haben. Naja, wir gehen auf jeden Fall zu dieser Show. Wir sind jetzt hier gerade in der Schlange für so eine richtig kranke Show. Wir haben keine Ahnung, was es ist, das ist krass. Das war dann, glaube ich, eine Gruselshow. Man weiß nicht, was es ist, das ist krass. Man muss sich einfach ein Ticket kaufen und man weiß nicht, was es ist. Es hat 300 Euro gekostet, also es muss jetzt krank werden. Aber dann auf einmal war irgendwas komisch, das war schon mal was merkwürdig. Man musste seine Handys abgeben. Da war ich schon so, okay, warum? Dann wurden die so verschlossen, die Handys, und es war so richtig so creepy alles. Und ich so, hä? Dann ging es weiter. Man hat solche Masken bekommen. Und wir waren so, wofür brauchen wir diese Masken jetzt hier? Jeder von uns hat auf einmal eine Maske an. Und dann auf einmal kam so eine Frau, die kam so zu uns und meinte so, schaut euch ein letztes Mal in die Augen.
das wird das letzte Mal heute sein. Und dann waren wir so, hä, warum? Man sollte scheinbar auseinander in diesem Club gehen und so. Es war einfach ein Club, wo man als Pärchen getrennt rumläuft. Und wir waren einfach nur so, what the fuck, was ist denn hier? Ist das hier so eine Swinger-Party? Ist das hier so eine Party, wo man so gegenseitig so Sachen macht? Ihr wisst schon, ihr kennt ja diese Partys, wo man so als Pärchen reingeht und dann mit anderen Paaren Dinge tut. Und dann sind wir reingegangen in diese Show. Und es war noch kranker als alles, was ich mir vorstellen konnte. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein großes Haus. Hotel. Wie so ein großes Hotel. Man konnte da frei rumlaufen. Das Hotel war geisteskrank geschmückt. Also das sah ganz komisch aus alles. Es passierten so richtig abgefuckte Sachen. Alle hatten diese Masken an. Also jeder konnte nicht sehen, wer war. Außer so Schauspieler. Die hatten die Masken nicht an. Und die haben so abgefuckte Scheiße gemacht. Ich kann da eigentlich noch mal ein komplettes Video drüber machen. Wir waren halt die ganze getrennt. Ich habe halt so ein Mädchen in der Badewanne gesehen, die komplett nackt war. Auf einmal kam so ein Arzt reingerannt, hat die so hochgenommen. Auf einmal hat die angefangen zu bluten. Natürlich kein echtes Blut. Es war alles halt fake. Es war aber unnormal krass realistisch gemacht. Und man war halt einfach nur daneben und dachte sich so nur so, what the f*** passiert hier? Dann habe ich Zoe auch hin und wieder mal wieder getroffen. Dann waren wir auch alle zusammen in irgendeinem Essraum. Und irgendwie hat sie einfach erhangen. What the? Es war einfach nur krank. Man dachte wirklich, dass sie sich gerade erhangen hat da. Und es war wirklich, es hört sich gerade ganz, ganz, ganz krank an. Wir müssen das eigentlich nochmal irgendwie, wenn wir einen Podcast machen, sollen wir einen Podcast machen, schreibt es in die Kommentare. Wir haben so viele kranke Stories, die wir noch erzählen können. Das war einfach nur die verrückteste Erfahrung in meinem ganzen Leben. Also wirklich, das war eigentlich einfach nur gestört. Das war dann auch wirklich unsere letzte Erfahrung in ganz New York. Und ich dachte, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Und ab dann ist alles schief gegangen. Erstmal Zoe so einen komischen Lippenstift gekauft, den ich angeblich high machen soll. Und ich habe den dann benutzt und ja. Zoe meint, dass wenn man das hier auf seine Augen macht, man angeblich high wird. Also TikTok steht das überall. Also es ist genau das hier. Sagen wir, testen es aus. Ich würde es nicht so viel machen, ehrlich gesagt. Das geht halt in die Schleimhäute. Mr. Doktor, mega professionell. 2 Minuten, dann gucken wir, was passiert. Dann passiert safe nichts. Doody, 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 doody. Oh. Meine Augen brennen jetzt. Es hat nichts gemacht, außer meine Augen brennen. Komm mal ganz schnell her, komm mal nach. Let me do it for you. Call me. Wir haben nur Späße gemacht vor dem Flug, aber dann waren wir im Flug drin und es war alles Eskalation. Der Flug hatte Ultra-Turbulenzen gehabt und so, er hatte Todesangst gehabt. Mhm. Das war mega. Zurück in Deutschland angekommen, haben wir erstmal Netto abgecheckt, denn meine Freunde, Helgam gibt es in Netto. Ich habe schon gehört, es ist fast 70% komplett ausverkauft, schon wieder deutschlandweit, geisteskrank. 4000 Filialen haben Helgam bekommen und wir sind schon wieder fast sold out, das ist einfach nur gestört. Es geht also einfach nur rund wieder. Wenn ihr noch Helgam bekommen wollt, beeilt euch, geht jetzt zu eurem Netto. Jeder Netto in ganz Deutschland hat die Helgam, das heißt, sie sind sicher da, außer sie sind natürlich ausverkauft. Dann ist wirklich alles schief gegangen, Freunde, wirklich alles. Erstmal habe ich mir so komplett müde noch vom Flug, habe ich mir ein Brot in die Mikrowelle getan. Ich habe es irgendwie vergessen in der Mikrowelle und die hat nicht aufgehört zu Mikrowellen und dann war irgendwie auf einmal die ganze Küche und Brand, es war ein Piepen und es kam überall schwarzer Rauch her und ich war nur so, what the fuck? Oh mein Gott, gerade weil mir es gerade fast gebrannt hat, weil einfach in der Mikrowelle Digga, Feuer entstanden ist. Holy shit, ich glaube die Woche könnte nicht turbulenter starten. Es war nur 5 Minuten drin. Kann das anfangen zu brennen? Schau mal, was passiert hier? Das Brot war nur noch Asche. So Kinder, Essen ist fertig, lecker, lecker, Asche. Fuck, es war mal Brot. Mit Aussicht auf den Hausbrand. Alter, Horror. Mikrowelle, Digga. Und dann ist doch mal was richtig Krankes passiert, aber das ist jetzt einfach zu viel für das Video. Wirklich einfach nur wieder, oh, was geht hier wieder ab? Für einen Tag in Köln, das eskaliert wieder komplett. Schaltet nächste Woche ein, es wird einfach nur gestört. Haut rein und... Alter, what the fuck?